So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute eine Runde Imperium Classics Solo gegen den Bot. Und das tun wir auf dem Prototypen der Solo-Spielematte, die ihr im Moment noch bei der Spieleschmiede unterstützen könnt als Schmiede. Dazu vorab, bevor wir mit dem Spiel loslegen, ich habe das hier einmal komplett vorbereitet, die Mazedonier gegen die Perser. Aber die wichtigen Dinge vorab. Wir müssen mal über einige Kommentare reden, die sowohl unter meinem Preview-Video waren, als auch jetzt unter der im Schmiedeprojekt bei der Spieleoffensive, bei der Spieleschmiede sind. Da sind auch Kommentare gekommen und ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht. Ich hoffe, ich kann eure Fragen und Anmerkungen beantworten, klären, mal schauen. Wir gucken aber zunächst mal live aufs Projekt. Es ist jetzt Donnerstagnachmittag, der 2. Februar. Und es sind 512 Schmiede aktiv und die Matten sind auch, es sind jetzt 199 Mal ist die Solo-Matte explizit bestellt worden, aber sie ist auch, das war sie auch schon vor einigen Tagen, so oft bestellt worden, dass dort mehr als 200 Exemplare produziert werden. Und damit kommen sowohl die Solo-Matte als auch die vereinzelte Marktmatte als auch die vereinzelte Spielermatte mit vernähten Kanten. Das Ziel ist also erreicht. Das nächste Verbesserungsziel, das ab, ich glaube, 750 Exemplaren jeweils, also sowohl für die Solo-Matte als auch für die Markt- und Spielermatte gemeinsam, dass wir dann Verpackungen bekommen, dauerhafte haltbare Verpackungen. Das ist noch nicht erreicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie weit weg wir davon sind, weil ich keinen Einblick in die Details der Optionen, die die Schmiede gewählt haben, habe. Das müssen wir abwarten, ob wir das Ziel noch erreichen oder nicht. Aber die vernähten Kanten sind auf jeden Fall schon mal gesetzt. Die kommen. So, dann bin ich mehrfach angesprochen worden auf die Größe. Und ich habe es auch im Preview schon gesagt, das ist kein kompaktes Spiel und ich möchte es auch nicht zu komprimiert machen. Das ist mein persönlicher Ansatz, denn dann kommt man zu weit, zu leicht durcheinander. Dann verrutschen vielleicht Karten ineinander, was dann zur Verwirrung führt und dann wird die Sache auch unübersichtlich. Natürlich hat die Größe den Nachteil, dass sogar ich mit meinem 1,86 mich hier strecken muss, um da hinten hinzukommen, auch oben an die Ressourcen. Die könnte man jetzt theoretisch noch ein bisschen weiter runterrutschen und oben das Artwork hinpacken. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Ich habe bewusst keine Position vorgesehen für die Referenzkarten für den Bot in der Solomatte. Denn ich persönlich habe sie gerne hier liegen, nutze sie aber dann, wenn die Solokarten gehandelt werden, abgehandelt werden, nehme sie dann in die Hand und lege sie mir hier vorne hin in meine Play Area. Und habe sie dann zur Referenz dann hier später liegen, wenn der Bot nicht dran ist und ich bin dran. Das sind so Dinge, da habe ich keinen separaten Platz für vorgesehen. Und die sind auch unterschiedlich groß. Ich glaube, die Utopia haben die höchste Karte. Dann hätte man, also ich habe die hier liegen, wenn ich sie mir, das sind die von Board Game Geek ausgedruckten Referenzen. Und die sind auch nur auf einfach schwarz-weiß ausgedruckt. Da ist nichts Besonderes dran. Dann müsste man so einen Platz vorsehen. Nicht unmöglich, aber habe ich bewusst mich dagegen entschieden, weil die handhabt wirklich jeder anders und nicht jeder hat diese Referenzkarten, manche haben andere, manche nehmen die Anleitung. Das wollte ich dann jetzt nicht irgendwie vorgeben. Dann gab es Anmerkungen zum Thema Hauptstapel, der hier oben links quer. In der Anleitung wird das beschrieben als, das hilft euch, den zu unterscheiden von den anderen Stapeln. Für mich persönlich tut er das aber schon dadurch, dass er alleine etwas abgesetzt liegt. Eventuell, das muss ich nochmal mit den Kollegen besprechen, können wir das beide Felder andeuten, sodass ihr legen könnt, wie ihr wollt. Ich persönlich habe es halt lieber so. Für meinen Arm, für meine Hand einfacher zu greifen. Jeder mag es anders sehen, das ist auch völlig okay und völlig legitim. Das ist nur der Hintergedanke, warum ich es so platziert habe. Was wir auf jeden Fall machen können, das habe ich schon besprochen heute, dass wir hier dann auch draufschreiben, dass das Spielende getriggert wird, wenn dieser Stapel leer wird. Also genauso wie hier beim Unrest-Stapel, dass der Kollaps, der Zusammenbruch passiert, dass wir dann auch hier das Spielende ausrufen. Das können wir nicht auf jedem Stapel tun, insbesondere nicht hier auf dem Development-Stapel, weil für manche Völker ja gar kein Development stattfindet und in der Horizons-Erweiterung auch Völker dazukommen,
wo diese Plätze anderweitig gebraucht werden. Dann haben diese Völker dann kein Nationendeck oder kein Entwicklungsdeck, sondern andere Decks, die dann hier platziert werden müssen stattdessen. Dafür muss ich jetzt nicht separate Plätze vorsehen, aber die müssen halt fremd genutzt werden. Was wollte ich noch sagen? Dann gab es eine Frage von jemandem. Hier steht ja nur ein Schwierigkeitsgrad drauf. Ihr seht das hier. Dorfältester Stammesfürst sind hier drauf. Kriegsherr König, das ist hier. Und hier der Kaiser. Es gibt in der Solo-Anleitung auch noch etwas weiter abgesetzt von den normalen hier beschriebenen Schwierigkeitsgraden auch noch den Supreme Ruler Modus. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der im Deutschen heißt, weil ich habe nur die englische Anleitung, tut mir leid. Den könnte man jetzt hier auch noch, weil dann werden auch 6 Karten gelegt, den könnte man jetzt hier auch noch mit abdrucken, aber das ist letztlich nichts anderes als der Kaiser oder Warlord Modus mit zusätzlichen Herausforderungen, so dass wir gesagt haben, das lassen wir hier erstmal so stehen. Das dazu. Dann gab es eine Frage, ich glaube, das war Laura, liebe Grüße. Warum liegt der Bot-Stapel, der Bot-Bereich rechts und die Sonnenwende dazwischen? Nein, es ist ganz einfach so, dass in der Anleitung auch beschrieben steht, wenn du dein Player-Setup machst, dass die Sonnenwendkarte bei dem Startspieler rechts hinkommt. Dann habe ich das halt auch mal so hingelegt. Und ich spiele es auch immer schon so. Und die Reihenfolge beim Solospiel ist ja die, dass man als Spieler anfängt. Und dann geht es im Uhrzeigersinn rum zum Bot. Und bevor man dann wieder vom Bot zu sich selber kommt, rutscht man hier über die Sonnenwende. Das ist für mich nachvollziehbarer und einfacher gewesen, dann den Bot nach rechts zu legen. Natürlich kann man das auch spiegeln nach links. Ist eine durchaus legitime Variante, das nach links zu legen. Für mich war es so einfacher zu wissen, ich komme von rechts und rutsche sofort über die Sonnenwende und gehe dann auf jeden Fall zu mir. Und wenn ich dann fertig bin, dann geht dann der Bot rüber und ich rutsche wieder über die Sonnenwende zu mir. Und dann habe ich jetzt gerade heute, an dem Donnerstag, Kommentare gesehen in der Spieleschmiede unter dem Projekt zum Thema Position der Ablagestapel, die hier außen markiert sind. Ihr seht das hier mit dem Ausguss, das Artwork. Das ist etwas, oder mein Hintergedanke dabei ist, ich spiele von innen nach außen. Und mein In-Play, meine Active Play Area, ist halt diese hier in der Mitte. Genau. Und dann habe ich hier links die Karten, die ich im Auge behalten muss, was meine dauerhaften Fähigkeiten und Ziele angeht. Wenn ich hier also Utopia oder was sind das, die Avalonia sind, oder die Arthurians heißen sie im Englischen. Wenn ich die spiele, dann liegen hier die Entwicklungsziele dieser Völker. Die muss ich im Auge behalten. Deswegen liegen die sehr nah bei der Active Play Area, weil ich da drauf gucken muss, weil ich sie nicht vergessen und übersehen darf, auf die Fähigkeiten zu schauen. Und danach das Nachziehdeck, was ich auf jeden Fall immer in der Hand haben muss. Sowohl für rechts für den Bot muss ich es griffbereit haben, als auch links für mich selbst. Und als Trennung zum Ablagestapel habe ich dann noch die Staatskarte die Status-Zustandskarte, wie auch immer, dazwischen gelegt. Denn hier habe ich auch als Spieler meine Action-Tokens und meine Exhaust-Tokens liegen, die dann ja immer wieder in die Active Play oder in die Play-Area kommen. Und deswegen dann außen den Ablagestapel, rechts und links. Das sind die Karten, die ich am häufigsten bewege. Am zweithäufigsten ziehe ich aus den Nation-Decks-Karten nach oder tue etwas in die Geschichte, in die History. Und am dritthäufigsten, deswegen etwas weiter außen, das Development. Genauso hier die Play-Area für den Bot, für die Pint-Karten, für die Regionen im Wesentlichen und die History liegen hier übereinander. Das ist das Entwicklungsdeck des Bots, wie man das auch aufbereitet. Und hier sind die für die Arthurianer und die Utopia. Hier wird das Artwork nochmal geteilt, so ähnlich wie hier. Das wird noch geändert. Das ist dann hier das Entwicklungsdeck oder das Ziele-Deck für die Arthurianer und Utopia. Was ist das? Deswegen habe ich das so angeordnet. Natürlich gibt es Menschen, die sagen, bei mir muss immer der Ablagestapel auf jeden Fall immer rechts oder immer links liegen. Ja,
Natürlich, bei mir ist es von innen nach außen. Das ist dann leider so. Das tut mir leid, wenn euch deswegen die Matte nicht zusagt. Wir können leider aber auch nicht aufgrund der ja auch nicht geringen Kosten hingehen und verschiedene Varianten anbieten, nach dem Motto, wo wollt ihr gerne welches Artwork platziert haben und das dann in unterschiedlichen Stücken produzieren. Das dürfte nachvollziehbar sein, dass das nicht ohne weiteres geht. Was habe ich noch als Anmerkung? Ablagestapel. Horizons, genau. Ich gehe nochmal darauf ein. Horizons wird nach dem, was mir vorliegt, und das ist nicht final, bitte nehmt das bitte nicht als hier mit Blut unterschrieben und so weiter. Ich habe auch nur auf einen Prototypen eines Teils der Regeln geguckt und im Forum auf BGG, boardgamegeek.com, die Frage gestellt und dann auch Antworten von, ich glaube, David Turci und von Nigel Buckle bekommen. Es gibt eine neue Karte für eine Zusatzoption, eine Variante, eine Spielvariante von Horizons, die auch verwendbar ist für die Classics und Legends Völker. Und in dieser Spielvariante bekommt jeder Spieler und auch der Bot eine weitere Powerkarte, sage ich mal. So ähnlich wie hier die Powerkarte gibt es dann eine weitere Karte und die muss noch platziert werden. Da bin ich gerade dabei, mir Gedanken zu machen, wie ich sie platziere. Habe ich noch keine finale Lösung. Für den Bot muss ich vielleicht hier den Ressourcenbereich etwas schmaler machen und hier oben eine Karte platzieren. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, sie hier unten zu platzieren. Habe ich ja auch schon angedeutet beim Preview-Video. Und für den Spieler selbst kann ich nicht weiter nach links rutschen oder sowas, sondern da werde ich wahrscheinlich einen Kartenbereich, nehmen wir mal irgendeine Karte hier unter in der Ecke nochmal herauslösen oder hier oben hin, mal so rum vielleicht tauschen und die Active Play Area kleiner machen. Denn die ist, ihr werdet es gleich beim Playthrough sehen, ausreichend groß und vielleicht auch zu groß. Aber das gucken wir uns gleich an. Wir versuchen mal drauf zu achten. Ein letzter Hinweis noch, bevor wir loslegen mit dem Spiel. Ich habe mir überlegt, hier auf dem Prototypen seht ihr es ja, hier sind die deutschen Begriffe für die verschiedenen Schwierigkeitsgrade und hier steht auch Zusammenbruch, also nicht das englische Collapse oder irgendein Symbol dafür. Das hat den Hintergrund, das habe ich heute mit der Spieleoffensive, mit der Spieleschmiede besprochen, das hat den Hintergrund, dass die Spieleoffensive, die Spieleschmiede, Giant Rock insbesondere als realisierender Verlag, die Zuständigkeit für den deutschsprachigen Raum haben. Osprey behält sich nach wie vor irgendetwas für den englischen Raum, da haben sie die Rechte. Sie wollen nur nichts machen, das ist der Punkt. Und um da jetzt nicht in irgendwelche Streitigkeiten zu kommen, hat dann Giant Rock gesagt, wir beschriften das auch auf Deutsch, dann ist auf jeden Fall die Abgrenzung klar. So, das sei, vielleicht fällt auch Osprey ja irgendwann ein, selbst Matten herauszugeben. Mag sein, das kann ich aber nicht, das ist nicht mein Brit und im Moment auch habe ich davon keine Kenntnis, dass das so passieren soll. Gut, dann legen wir los. Ich habe alles vorbereitet, ich habe aufgebaut das ganz normale Classics-Deck mit dem Markt. Ich habe aufgebaut hier links die Mazedonier, die ich noch, ich glaube, erst selbst ein- oder zweimal gespielt habe, also gar nicht gut kenne. Und als Bot, als Gegner die Perser, die ich als Spieler selber ganz gut kenne inzwischen, weil ich sie, ich glaube, 30 Mal oder so gespielt habe. Aber jetzt sind bei mir die Mazedonier dran an der Reihe und als erster Gegner stehen hier die Perser vor der Tür. Wir gucken uns das an. Wir spielen ganz normal im Standardschwierigkeitsgrad mit 5 Karten. Und wir ziehen unsere 5 Karten. 1, 2, 3, 4. Wir können auch nochmal mischen. Ich hoffe, ihr glaubt mir, dass ich gemischt habe. Ressourcen habe ich mir gegeben, liegen oben auf den Empire-Karten, auf den Civilized. So rum. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt legen wir los. Ich muss mal kurz in meine Karten schauen. Was haben wir? Wir haben ein Advance. Für 3 können wir acquiren und für 5 ein Unrest. Eine Region für 2 Material. Eine Region für eine Bevölkerung und die Phalanx. Die könnte ich exhausten und könnte eine Region aus dem Discard-Stapel spielen. Für eine Action, okay. Die Karte kann ich loswerden. Dann kann ich das hier tun.
Und dann kann ich das hier tun vielleicht. Ja. Was haben wir dann vorne im Kartenstapel liegen? Wir haben die Exports liegen. Alle kriegen zwei Material. Wir gucken mal kurz drauf. Und hier kann ich anderen Spielern Karten von mir in die Hand geben, beziehungsweise in den Nachziehstapel. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde beim Bot. Und hier das, oh, die Korruption, das ist eine, da versorgen wir die anderen, die gegnerischen Spieler mit Unruhe, mit Unrest-Karten. Das ist vielleicht eine interessante Karte, die würde ich gerne haben. Und um die zu bekommen, und zwar ohne zusätzliche Unrest-Karte, spiele ich Folgendes. Ich spiele die Orestes. Das bringt mir zwei Material. Und kann ich eine Garnison? Nö, will ich nicht. Dafür habe ich eine Action gebraucht. Dann spiele ich mit der nächsten Aktion, spiele ich jetzt Advance. Ich bin noch im Barbarenstatus, dann kann ich die auch spielen. Gebe die fünf Material, zwei habe ich ja eben erst gewonnen, auch wieder aus. Und kann die hier in die Hand bekommen. Ich darf sie noch nicht ausspielen, aber ich darf sie kaufen. Dafür wird nachgezogen. Okay, das war ein Breakthrough. Die darf ich nicht ausspielen. Und als dritte Aktion, und die kommt jetzt nach ganz links, weil ich sie nicht oft brauchen werde, aber spiele ich jetzt die Phalanx aus. Da kommt sie hin. Und damit bleibt sie liegen. Und ich könnte diese Karte exhausten, um eine Region aus dem Ablagestapel heraus für eine Aktion natürlich abzuspielen. Okay, das war mein Zug. Dann muss ich noch einen Fortschritt, und ihr seht, ich hole mir die Marker hier nach vorne, muss ich mir einen Fortschritt auf eine Karte legen. Ich weiß gar nicht, was die Perser als Bot alles tun. Ich weiß aber, dass ich die Minoa gerne auf Dauer bei mir hätte. Die sind ganz nett. Das sind meine Freunde. Den Schrein könnte ich brauchen, um Unrest loszuwerden. Muss ich aber nicht. Die ist aber schon sehr teuer. Ich will eigentlich nur verhindern, dass die hier ist noch teurer. Der Gegner, die Perser würden sich eher als teuerste Karte die hier nehmen, wenn sie irgendwas Beliebiges kaufen dürfen. Ich gucke mal ganz grob drüber über den Bot, was er so macht. Der kauft nicht wirklich viel. Er macht hier ein Breakthrough für drei Bevölkerung. Die hat er noch gar nicht. Oder zwei Material, um ein Acquire zu machen. Und ansonsten gewinnt er. Das heißt, er macht relativ bald einen Breakthrough auf Tributkarten. Aber das heißt, die muss ich ihm vorher klauen. Und bevor er jetzt irgendwas ins Exil schickt, blockiere ich die. Okay, gut. Das war mein Zug. Die drei Aktionsmarker kommen zurück. Die Karte kommt auf den Ablagestapel. Ich entscheide mich dafür, alle anderen... Nein, die Haliakmon Valley behalte ich als Karte. Die beiden anderen lege ich ab. Eine habe ich. 2, 3, 4, 5. Das ist mein Nachziehstapel. Okay, jetzt habe ich wieder zwei Unrest. Da hätte ich mir die dritte auch behalten können. Da liegt sie. Blöde Geschichte. Naja, wir müssen damit klarkommen. Kriegen wir irgendwie hin. Aber jetzt ist erstmal der Bot dran. Ich habe jetzt keine Würfelschale hier. Jetzt wird es laut. Beziehungsweise, was ich machen kann. Weil ich habe hier drunter direkt den Holztisch. Zur Größe der Matte, genau. Ha. Mein Tisch ist 85 tief. Und die Matte passt gerade so drauf. Sie ist, ich glaube, ich habe gemessen im Zollstock, 83 tief gerade. 83 und ein kleines bisschen. Und breit ist diese Papierversion, die ich jetzt hier habe, 102 und ein bisschen, nicht ganz 103 Zentimeter. Mein Tisch selbst ist nach rechts und links deutlich breiter, aber in der Tiefe hat er nur 85. Ich bin dabei, hier umzubauen, umzuräumen im Haus, dass ich auf einen anderen Platz komme und dann bekomme ich eine Tischplatte, die etwas tiefer ist. Aber hier auf diesen Tisch passt er auch.
So, ich würfle jetzt mal, das können wir hier auf dem weißen Papier, es ist ein Stapel leeres Papier. Eine 2 habe ich gewürfelt. Okay, der Bot spielt. Und jetzt meine Variante, es zu spielen, ist, die Karte hier hinzulegen und dann zu schauen, was haben wir. Das ist ein Advance, das steht nicht als Text da. Es ist ein Barbaren-Symbol, es ist keine Unrest, keine Fame, keine Glory, kein Tribut, es ist der Barbar. Wenn möglich, gib 3 Bevölkerung für einen Breakthrough aus, haben wir nicht. Andernfalls, gib 2 Material für einen Acquire aus, haben wir auch nicht. Andernfalls, erhalte ein Material und eine Bevölkerung. And put this card on top of the bot deck. Das heißt, die kommt demnächst wieder. Interessante Mechanik. Okay. Die 2 wird übersprungen. Conquer ist tatsächlich genauso eine Barbarenkarte. Nichts anderes greift vorher. Und es passiert das Gleiche. Er kann keine Bevölkerung, 3 Bevölkerung kann er nicht ausgeben. 2 Material kann er nicht ausgeben, also gewinnt er 1 Bevölkerung und 1 Material. Und legt diese Karte on top of the bot deck, also auf den Nachziehstapel. Dann kommt eine Unrest-Karte, die kommt zurück. Und dann kommt noch einmal Conquer. Und jetzt haben wir schon einen interessanten Fall. Er kann nämlich jetzt, 3 Bevölkerung hat er nicht, aber er hat 2 Material. Acquire is civilized or uncivilized. Also zivilisiert oder unzivilisiert. Er hat diese Karte für 1, er hat diese für 6 und diese für 1. Das heißt, er nimmt die wertvolle, er macht ein Acquire, das geht mit Unrest. Ich benutze, tut mir leid, die englischen Begriffe, denn ich habe nur das englische Spiel und habe die englische Anleitung hier und habe das eben auch auf Englisch dann gelernt. So. Und mit diesem Acquire, if able, spend 2 material to acquire civilized or uncivilized, Punkt. Otherwise, mit dieser Karte passiert gar nichts, die kommt auf den Ablagestapel. Korrigiert mich, wenn ihr das bei den Persern im Barbarenstatus anders seht. Barbarenkarte gespielt, mittlere Option. If able, spend 2 material, haben wir gemacht. Acquire civilized or uncivilized, haben wir gemacht. Liegt hier. Punkt. Und otherwise kommt was anderes. Brauchen wir aber nicht. Also kommt hier auf den Ablagestapel. So, damit sind wir hier durch. Hier kommt jetzt noch auf die Tributkarte ein Fortschrittsmarker. Dann rutscht die nach vorne. Und wir wissen jetzt schon, es kommen nochmal 2 Karten, 2 bewahrten Karten nach. Das heißt, er wird wieder spätestens mit dem mit dieser Karte hier wird er, es sind jetzt noch die die Angriffskarte, die er gekauft hat, die wird er auch spielen. Das heißt, das wird noch ein bisschen anders werden, aber er wird wahrscheinlich bald auf die Minua zugreifen können. Gut, wir sind aber dran. Jetzt haben wir Sonnenwende, da ist nichts. Wir haben keinen Sonnenwendeffekt ausliegen derzeit. Das heißt, wir legen den hier wieder weg und spielen weiter. Ich habe 2 Regionen. Irgendwann brauche ich die auch. Was kann ich hier tun? Ich kann mit 3 Bevölkerung einen Breakthrough auf die Minoa machen. Das ist interessant. Wisst ihr was? Das machen wir. Wir spielen für eine Aktion. Zahle ich 2 Bevölkerung und einen Fortschrittsmarker als Bevölkerung und mache einen Breakthrough auf die Minoa. Die kommen auf meine Hand, dafür kriege ich die 2, hier wird nachgezogen. Das ist eine Region, dann kommt die zurück. Fertig. So. Kann ich die Minoa spielen? Damit kann ich eine Karte zurücklegen auf meinen Nachziehstapel, der wird damit ja länger. Und bekomme 2 Fortschritt. Spannende Sache, was tue ich? Das ist ein Freeplay.
Das heißt, ich brauche keine Aktion auszugeben. Ich mache das tatsächlich, lege eine Unrest-Karte zurück auf meinen Nachziehstapel und bekomme dafür weitere 2 Fortschritt. Das führt mich zu 5 Fortschritt. Ja, ich glaube, ich rutsche die Stapel nochmal alle etwas runter. Sortiert sind sie von oben nach unten im Wert, weil man auf Material eigentlich am häufigsten zugreift. Aber ich glaube, die rutsche ich nochmal einen runter. So, die war free. Das heißt, wir haben immer noch 2 Aktionen. Ich war blöd. Sehe ich jetzt. Ich hätte ja auch eine von den beiden Regionen spielen können und mir doch eine Bevölkerung holen können, bevor ich das Conquer gespielt habe. Naja, das ist jetzt so gespielt, wie es gespielt ist. Vielleicht hätte ich das so im stillen Spielen vor mich hin auch jetzt doch mal rückgängig gemacht. Brauche ich aber jetzt nicht. Muss auch so gehen. Wir spielen die Haliakmon Valley Karte. Bekommen ein Material. Das war die 2. Aktion. Und als 3. Aktion spielen wir Pelagonien. Das ist die 3. Aktion. Wir wollen auch keine Garnison machen und holen uns noch eine Bevölkerung. Die Unrest kommt zurück. Das waren unsere 3 Aktionen. Wir müssen wieder einen Fortschritt verteilen. Tja. Der Schrein könnte uns helfen, Unrest loszuwerden. Sichern wir den doch mal. Mal gucken, was passiert. Dann holen wir das zurück. Die kommen auf die Ablage. Also hier lagen jetzt 2 Karten, zwischenzeitlich mal 3 Karten. Das ist noch, vielleicht ist der Bereich zu groß. Wir schauen. Kommentare natürlich gerne wieder unter dieses Video. Gut, der Bot ist dran. Wir würfeln wieder. Ich hole meinen Stapel weißes Blatt Papier. Noch eine 2. Okay. Wir schauen. Jetzt kommt eine Tributkarte, die Lydia, die liegen hier. 2 Material, 2 Bevölkerung. Wir kommen erstmal rüber. 2 Material, 2 Bevölkerung. Was haben wir noch? Legt die oberste Karte vom Botdeck ab. Das war ein Unrest. Und put this card into history. Das bezieht sich auf die Lydia. Die kommen in die History. Na, können wir Face up machen. So. Das war's für die Lydia. Dann kommen die Exports. Das ist keine Unrest, keine Fame, keine Glory, keine Tributary, keine Barbarian, keine Region, keine Pint, keine Prosperity. Das läuft unter Other. Wenn möglich, erwirb Tribut. Nein, haben wir keine Auslegen. Andernfalls, wenn möglich, erwirb eine unzivilisierte Karte. Wir schauen drauf. 1, 2 Punkte. Das ist ein Punkt. Also holt er sich den Schrein. Da haben wir natürlich mit Zitronen gehandelt. Okay, und dann kommt noch ein Otherwise. Aber das war ja möglich. Also passt es. Dann kommt die Karte auf den Ablagestapel. Wir ziehen nach. Da ist eine Region. Ist auch selten, dass hier nur 2 Nicht-Regionen liegen. Okay. Gut, nächste Karte. Conquer. Jetzt hat er genug Material, beziehungsweise in diesem Falle Bevölkerung, wenn möglich. Gib 3 Bevölkerung für einen Breakthrough auf Tributvölker. Und ich spiele es halt immer nach den Regeln. Von oben nach unten decke ich auf. Er hat die Sumerer. Dann muss ich mischen. Andere spielen es von unten nach oben. Spielt, was die Wahrscheinlichkeit angeht, keine Rolle. So, das ist ein Breakthrough gewesen. Der kommt auf den Nachziehstapel. And put this card into history. Dann kommt die weg. Und dann kommt noch eine Barbarenkarte. Da hat er jetzt keine 3 Bevölkerungen mehr, aber er hat 2 Material, die kann er ausgeben, um eine zivilisiert oder unzivilisiert Karte zu kaufen. Das tut er. Hier ist 2 Punkte.
Hier ist ein Punkt, das heißt, er nimmt sich diese Karte. Er holt sich aber ordentlich Karten ins Deck. Das heißt, seine Entwicklung wird relativ lange dauern. So, dann haben wir das Advance darüber, denn die kommt nicht in die History. Damit war der Bot durch. Wir haben Sonnenwende, haben nichts Passendes ausliegen für die Sonnenwende. Genau. Und damit geht's bei mir weiter. Ich habe noch keine fünf Karten gezogen. 1, 2, 3, 4. Die kommt natürlich hier rein. Vier, fünf. So, hätte ich vorher gemacht haben müssen. Wir hatten Glück, dass es keine ziehe Karte nach oder lege Karte ab Aktion gab. Oh. Drei Unrest-Karten. Ich glaube, wir müssen uns das Ganze erlauben zu sagen, die geben wir komplett als, wie heißt es in der Anleitung, Revolution oder sowas, komplett alle weg. Und damit ist mein Zug beendet. Die beiden Karten, ups, dann kommt natürlich hier rüber, so, mein Fehler. Die beiden Karten möchte ich behalten. Ja, ich habe zwei, kann ich ausgeben, ja, das kann ich tun. Und ziehe einfach mal drei Karten nach. Eins, zwei, drei. Da habe ich auch die Minoa wieder. Wir gucken, was wir damit machen können. Ich muss noch einen Fortschritt ablegen. Hier sind nette Regionen dabei. Die Onaga sind eine Karte, die im Solo-Spiel nicht ganz so viel bringt. Dann muss man natürlich immer wieder die Play-Area des Bot durchgehen, um zu schauen, wie viele Haussymbole der Bot liegen hat. Aber die würden ja dann in seinen Nachziehablagestapel zurückkommen. Bringt nicht ganz so viel. Ich habe jetzt auch, wir haben jetzt keine City im Durchgang gesehen. Tja, was kann ich denn mit den Booten machen, mit dem Hafen? Habe ich denn Wassertropfen in meinen Landschaften? Ja, so ein bisschen. Die bieten jeweils einen, der gar nicht. Tja, die Regionen laufen mir, glaube ich, nicht weg. Und die haben alle keine Punkte. Ich glaube, ich lege mal hier einen drauf. Mal schauen, was passiert. So, der Bot ist dran. Wir würfeln eine 1. Wir haben vergessen, vorher natürlich die Karten auszulegen. Lange nicht mehr durchgespielt. So, die 1 heißt, da kommt der Würfel drauf. Ein Unrest kommt zurück. Der Kataphrakt. Das ist eine Attack-Karte. Imperium. Civilized. Ist alles nicht dabei. Das läuft unter Other. Wenn möglich, erwirb eine Tributkarte. Haben wir nicht. Andernfalls, wenn möglich, erwirb eine unzivilisierte Karte. Die hat er. Dann kommt eine neue nach. Und was machen wir damit? Sonst nichts, dann kommt die wieder zurück. Okay, nächste. Die Sumere, das ist eine Tributkarte. Zwei Material, zwei Bevölkerung. Ja, die Perser sind mit den Tributvölkern ziemlich stark. Das habe ich auch als Spieler mit den Persern gemerkt. Okay. Discard the top card from the bot deck. Das ist die hier. Und put this card into history. Tributvölker kommen sofort in die Geschichte. Das war der Bot. Der legt natürlich auch auf die Region hier oben einen Fortschritt.
Und hier kommen... Oh, ich habe noch... mein Fehler. Hier ist noch eine Karte. Das ging aber schnell. So. Zack. Wieder ausgeteilt. Das vergessen wir diesmal nicht. Wir haben 5 Karten gezogen. Fortschrittsmarker ist gelegt. Sonnenwende haben wir immer noch nichts. Wir sind dran. Tja. Wir können die Minoa spielen. Spielen einen Conker von den beiden, die wir haben, zurück aufs Deck. Das passt. Und bekommen damit 2 Fortschritt. Interessanter Vorgang. So. Das war ein Freeplay. Wir haben 3 Aktionen und 3 Karten. Hier haben wir die Elders liegen. Die Ältesten können mir eine... beschaffen mir praktisch einen Acquire oder Breakthrough auf eine unzivilisierte Karte. Das will ich auf Dauer eigentlich gar nicht haben. Ist für den Anfang vielleicht trotzdem nett. Was ist mit dieser Region hier? Da kann man aus seinem Discard-Stapel eine Karte zurückholen auf seinen Nachziehstapel und eine Karte aus dem Markt ins Exil schicken. Und die Region hier ist nur eine Karte ins Exil, hat aber unter anderem auch ein Wasser im Angebot. Ich habe 2 Bevölkerung und ein paar Fortschrittstoken. Ich werde erstmal Philipp den Zweiten spielen. Und kann mir eine Karte acquiren, erwerben. Dann nehme ich die Region hier links mit dem Fortschrittstoken. Die kommt auf meine Hand. Und der Philipp, der Zweite, kommt in die History. Das war eine Aktion. Die zweite Aktion wird sein... die Oase zu spielen. Das ist meine zweite Aktion. Damit muss ich, wenn ich hier nachgezogen habe, interessant, die Axomiten, die müsste ich den Persern eigentlich wegnehmen. Das kriegen wir auch hin. Die Oase habe ich gespielt. Damit kann ich eine Karte ins Exil schicken. Die Axomiten hätte ich gerne selber. Die schicke ich nicht in Exil, aber die Onaga schicke ich ins Exil. Damit wird hier eine nachgezogen. Das ist die Pharmazie. Okay, und jetzt habe ich noch 2 Karten an der Hand und ich brauche die Axomiten. Will sagen, ich spiele Conker aus. Ich möchte vor allen Dingen verhindern, dass die Perser die Axomiten in die Hand bekommen. Ich spiele also das Conker aus, zahle 2 Bevölkerung und noch einen Fortschritt, also noch eine Bevölkerung. Und mache einen Breakthrough auf die Axomiten. Und das war's, was die Aktionen angeht. Dann kommen alle wieder zurück. Die kommen in den... die Axomiten. Was möchte ich denn machen hier? Die Prosperity möchte ich behalten. Die Axomiten kommen erstmal zurück. Die kommen zurück und ich ziehe auf 5. 1, 2, 3, 4. Hier. Dann kommt hier wieder eine rein. Fünf. Und noch einen Fortschritt verteilen. Metropolis
Die Region, die Pharmazie. Die Pharmazie ist genauso viel wert wie die Metropolis. Die liegt weiter links, die soll der Bot ruhig bekommen. Ich hätte gerne die Pharmazie, weil die auch einen schicken Sonnenwendeffekt hat, wo ich nämlich Bevölkerung kriege. Die darf ich also nicht zu wertvoll machen. Und dann mache ich stattdessen vielleicht die Elders etwas wertvoller. So. Ich habe 5 nachgezogen. Der Bot ist dran. Wir müssen würfeln. Ich erkläre nicht groß die Regeln. Das ist einem Video, wo ich euch zeigen möchte, wie die Mathe jetzt bei mir im Spiel funktioniert, im Alltag sozusagen. Und die Regeln, da müsst ihr bitte dann nochmal in meine älteren Videos schauen. Da habe ich die etwas detaillierter erläutert. So, wir haben wieder eine 2 gewürfelt, warum auch immer. Das heißt, wir fangen mit dem Bot mit der 1 an. Das ist ein Unrest. Das ist eine Barbarenkarte, der triggert zuerst. Er kann tatsächlich 3 Bevölkerung ausgeben. Um einen Breakthrough auf eine Tributvolkskarte zu machen. Und jetzt suchen wir was Blaues. Da ist es. Mischen wieder durch. Und ich werde übrigens, ich glaube, das war in einem meiner letzten Videos irgendwo zu Imperium angeklungen, ich werde die Sleeves wechseln. Denn irgendwann Ende des Jahres, hoffentlich kommt Horizons auch hier in den Haushalt. Und das hat natürlich mit 14 Völkern eine Menge neuer Karten und natürlich wieder einem eigenen Marktdeck, dass ich da neue Sleeves brauche. Und dann will ich mir ein Komplettset holen für alle Imperium-Karten dann. Und muss dann hier die Classics und Legends natürlich umsleeven. So, er hat das Breakthrough for Tributary gemacht. Und die Karte kommt in die History. Dann kommt eine Region. Die hat keine weiteren Symbole. If able, acquire region, put this card into history. Interessant. Ne, er spielt erst die Region. Ha, Entschuldigung. Eine Bevölkerung gewinnen. Auch spannend. Play this region. Die Region, die kommt hier hin natürlich. Und exile a card from the market. Und da nimmt er die am weitesten links liegende Karte. Das ist die hier. Da kommt eine Region hin. So. Dann haben wir das gespielt. Und jetzt haben wir Prosperity. Die ist separat aufgeführt. Die oberste Karte vom Botdeck abwerfen. Das ist hier. Ein Material und eine Bevölkerung für jede Region im Spiel, das ist 1. Ihr hört im Hintergrund nur die elektrische Jalousie, die gerade runtergeht. Ist gleich vorbei. So. Und ich darf eine Karte ziehen, wenn ich möchte, und das möchte ich. So. Damit haben wir den Bot abgehandelt. So, jetzt ist auch wieder Ruhe. Und ziehen für den Bot nach. 1, 2. Jetzt entwickelt er sich etwas weiter. Er zieht eine Karte nach. Das ist eine Region. Wir mischen seinen Nachziehstapel. Und damit geht's bei uns weiter. Sonnenwende haben wir nicht. Was haben wir an Karten? Die Korruption können wir noch nicht spielen. Die könnten wir bei einer Region unterbringen, aber wir haben keine Region, mit der wir ausspielen. Was habe ich denn alles? Die Menoa bringen mir wieder und die bringen mir viel Material. Okay. Wir spielen erst die Menoa. Die bringen mir 4 Material. 3, 4. Das war's für die. Dann könnte ich die spielt keine Rolle.
Wir spielen die Minor, das ist kostenfrei. Wir legen eine Karte zurück und das machen wir mit der... Moment, was wollten wir jetzt spielen? Wir wollten das und das noch spielen. Wir legen die Korruptionskarte zurück. Wir hoffen, dass wir eine Region finden, die wir dann wieder, wo wir die mit rein garnisonieren können. Und gewinnen wieder zwei Fortschritt. Spannend. Das war kostenfrei. Dann wollte ich spielen die Prosperity. Alle Spieler dürfen eine Karte ziehen. Das mache ich. Kriege ich halt die Korruption wieder. Das machen wir einfach mal. Dann kommt die in die Ablage auch gut. Der Bot zieht auch einen. Bei ihm heißt das dann, er legt eine von seinem Nachziehstapel in die Ablage. Und jetzt darf ich auswählen. Ein Material für jeden Erntebeutel, Erntesack, den ich hier finde auf den Regionen. Das wären zwei Material. Oder eine Bevölkerung für jede Region. Das wären 1, 2, 3, 4 Bevölkerung. Und die möchte ich. 1, 2, 3. Ui, wo ist er hin? Da. 4. So, das habe ich auch abgehandelt. Und jetzt habe ich noch eine Aktion. Und in der könnte ich entweder Conquer spielen und mit Bevölkerung eine Region oder eine Tributkarte mir ins Deck holen. Aber bei den Regionen, ja, da liegen zwei mit einem Fortschrittsmarker. Ich bin mir nicht sicher, ob die was für mich sind, jetzt zu diesem Zeitpunkt. Wie gesagt, ich kenne die Mazedonier noch nicht sehr gut. Ich entscheide mich dafür, Advanced zu spielen und 5 Material zu bezahlen. Und das tue ich, ein Fortschritt sind 2 Material. Und dann tue ich 3 Material dazu. Damit habe ich 5 Material bezahlt. Und damit kann ich erwerben oder Breakthrough machen, in diesem Falle für eine Zivilisiert-Karte. Dann nehme ich mir die Pharmazie. Das hat einen ganz gewissen Grund. Ich hoffe, der funktioniert dann auch nachher. Das war ein Breakthrough, sorry, das war kein Erwerben, das war Breakthrough. Also kommt die Anrüst wieder zurück. So, damit habe ich aber meine 3 Aktionen abgehandelt. 4 Karten gespielt. Die kommen auf den Ablagestapel. Die beiden auf jeden Fall auch. Die Conquer-Karte, die könnte ich behalten. Damit kann ich... Tributkarten sind nicht da, aber wir gucken mal, was noch kommt. 1... 2, 3 und es geht wieder. Ah, da kommt auch endlich meine Glory-Karte. Die kommt also erst sehr spät ins Spiel. Bei anderen Völkern ist die schon von Anfang an im Deck. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann muss ich noch einen Fortschritt verteilen. Die Regionen sind alle irgendwie gleich viel wert. Das lassen wir so. Und jetzt ist der Bot dran. 2 oder 1. Das ist das Einzige, was wir bisher gewürfelt haben. Warum auch immer. Also der Würfel hat auch noch andere Symbole. Die 3, die 5, die 6, die 4, alles da. Keine Ahnung, warum jetzt hier immer 2 entfallen. Gut. Dann werden wir den Bot machen lassen. Das ist eine Pint-Karte, unzivilisiert, das heißt, wir landen hier. If able, acquire a region, put this card into history. Jawohl, er ist able, die wertvollste Region ist diese hier, die kriegt er. Und die Karte kommt in die History. Eine Region, die spielt er aus, er gewinnt eine Bevölkerung und schickt eine Karte ins Exil. Und das ist die am weitesten links und das ist diese hier. Die wird nachgezogen. Okay,
Dann kommt die vierte Karte, Unrest, und die fünfte Karte. Das ist eine Tributkarte. Zwei Material, zwei Bevölkerung. Zwei Material, zwei Bevölkerung. Die oberste Karte vom Botdeck ablegen. Und die Karte kommt in die History. Jawohl. Alles gespielt. Fortschrittsmarke auf die Region. Karte rutscht rüber. Bot zieht nach. 1, 2, 3, 4. Und Sonnenwende. Wir sind dran. Sonnenwende haben wir nichts. Legen wir los. Eine Region haben wir nicht, das heißt, wir können die Korruption nirgendwo unterbringen. Aber wir haben Glory. Damit kriegen wir eine Fame-Karte. Das ist schon mal nicht schlecht. Wollen wir das mal zuerst machen? Ja, das machen wir zuerst. Wir spielen Glory. Erste Aktion. Wir nehmen die drei Regionen weg, die uns auch Material oder Bevölkerung bringen, und schmeißen die auf die Ablage und können dann die obersten beiden Fame-Karten ziehen. Und dürfen uns eine auswählen. Wir sind noch recht früh im Spiel. Das hier ist die Praiseworthy. Die gibt uns 7 Punkte, wenn sie in der History landet am Schluss. Aber sie erlaubt uns auch eine ganze Menge Breakthrough für jede beliebige Karte, die wir da oben haben. Sehr spannende Karte. So früh im Spiel lohnt die sich auch. Dann nehmen wir die. Die andere legen wir zurück. So, dann haben wir die erste Aktion gemacht. Und wo wir schon mal da sind, ist die Frage, ob wir uns genau diese Praiseworthy-Karte, ich weiß gar nicht, wie die deutsche Übersetzung heißt, anbetungswürdig, ob wir uns die auch einsetzen, um uns irgendwas Leckeres in Anführungszeichen zu erwerben. Das kriegen wir aber auch anders hin. Nö, eigentlich nicht. Am geschicktesten ist es, wir spielen jetzt erst die Uxier, die Uxians oder Axians. Stehle 2 Material von jedem deiner Gegner. Da haben wir sie. Und ich darf einen Exhaust-Marker auf meine State Card zurücklegen. Da haben wir nur einen draußen liegen. Der spielt jetzt gerade auch keine Rolle. Damit haben wir das gemacht, haben 2 Material erworben. Und dann spielen wir die Praiseworthy-Karte als dritte Aktion. Ich darf auswählen, möchte ich sie in die History packen? Nee, möchte ich nicht in diesem Falle. Ich darf einen Breakthrough auf jedes beliebige Element machen, auf jeden beliebigen Kartentyp. Jetzt schauen wir mal. Wir haben hier Regionen mit zwei Fortschrittsmarkern. Und wir haben hier die Coinage liegen. Die Münzerei. Die gibt uns jedes Mal in der Sonnenwende 2 Material und ich kann sie exhausten, um eine Karte nachzuziehen. Dann haben wir hier Urban Development. Das sind, wenn man viele Städte liegen hat, das haben wir nicht. Das ist nicht der Fall. Coinage klingt ganz gut, bleibt vielleicht noch ein bisschen liegen. Wir machen erstmal einen Breakthrough auf diese Region. Dafür ist ein Breakthrough zwar etwas überdimensioniert, aber die 2 Punkte nehmen wir. Eine Region brauchen wir auch. Nichts dagegen einzuwenden. Jetzt habe ich zwar keine Aktion mehr, aber ich habe auch keine Möglichkeit mehr, separat eine Aktion zu spielen. Das heißt, die kommen alle zurück. Die kommen in die Ablage. Ich könnte... Ach komm. Alles weg. Was soll's. Und wir ziehen 1, 2, 3, 4, 5 nach. Und wir haben... Das heißt, wir werden mit dem nächsten Zug in den Empire-Status aufrutschen. Okay, das wird beim Bot noch eine Weile dauern. Wir können nachschauen. Er hat noch 3 Karten, bevor er sich entwickelt. Oder eigentlich dann 4 sogar.
mit der er sich entwickelt. Okay, dann sind wir dabei, einen Fortschritt zu verteilen. Urban Development ist eine sehr wertvolle Karte. 5 Punkte für den Bot. Für mich nicht ganz so. Die sollte eigentlich möglichst ins Exil. Gucken wir mal, was wir damit machen können. Machen wir erstmal die hier wertvoller. Leadership. Okay. Dann sind wir fertig. Der Bot darf würfeln. Hurra, wir wissen, dass der Würfel auch mehr als 2 anzeigen kann. Oh, der Bot spielt Glory. Wir schauen, was passiert. Wenn möglich, gib 3 Regionen aus. Die hat er noch nicht mal zusammen bisher. Andernfalls Breakthrough for a Region. Ja, die einzige Region, die hier liegt, ist diese hier. Die kriegt er. Und die Glory kommt zurück. Dann spielt er den Kataphrakt. Das ist keine Anrüst, keine Fame, keine Glory, keine Tribut, keine Barbaren, keine Region, keine Pint, keine Prosperity. Das läuft unter Other. If able, acquire Tribut. Haben wir auch nicht. Tributary. If able, acquire Uncivilized. Haben wir. Und das ist die am weitesten links bei gleichem Wert. Nimmt er den hier. Und wir ziehen natürlich, hier müssen wir die Region nachziehen natürlich. Und hier ziehen wir ein Tributvolk nach. Oh, interessant. Und die kommt auf die Ablage. 3 wird übersprungen, 4 ist ein Unrest und die 5 ist Prosperity, die haben wir hier. Discard the top card from the bot deck. Ein Material, eine Bevölkerung pro Region, das sind 2. Holen wir uns ran. Wir wechseln mal ein bisschen. 1, 2, 3 zurück und legen eben einen 5er hin. Und was braucht er noch? 2 Material. Dann kriegt er da auch einen 5er. So. Damit ist er fertig. Was passiert mit der Karte? Ich darf noch eine Karte ziehen. Okay, dann mache ich das. Und in diesem Falle, das muss der Bot gleich hierhin verteilen, in diesem Falle möchte ich nachziehen und würde mich entwickeln. Das heißt, ich werde sofort zum Empire. Wir sind durch. Eine Karte habe ich nachgezogen und das war's für die Prosperity-Karte. Wir haben den Fortschritt gelegt, die Karte rutscht nach vorne und er spielt wieder aus. So, wir sind dran. Sonnenwende haben wir nicht, im Nachziehstapel haben wir nichts, im Ablagestapel haben wir nichts. Wir sind Empire, wir dürfen uns also jetzt hier entwickeln, wie wir wollen und wir dürfen vor allen Dingen auch solche lustigen kleinen Sachen wie die Empire-Karten hier ausspielen. Und die beiden Barbaren-Karten dürfen wir schon nicht mehr spielen. Stand jetzt jedenfalls. Gut, wir spielen die Pharmazie. Frühestmöglicher Zeitpunkt. Zur Sonnenwende kriegen wir damit eine Bevölkerung oder können für 2 Bevölkerung einen Fortschrittspunkt kaufen. Das ist spannend. Können wir brauchen. Das war eine Aktion. Dann können wir, was haben wir noch? 2 schöne Aktionen haben wir noch. Die ist uninteressant. Wir spielen die Korruption. Alle Spieler erhalten 2 Material. Kann man schön schrittweise abhandeln. Alle anderen Spieler bekommen einen Unrest. Das schenken wir ihm. Und ich bekomme einen Siegpunkt. Den nehme ich mir auch. 2, 4, 5 und die 5 zusammen
macht einen Zehner. Ich persönlich versuche immer halbwegs passend auf die größtmöglichen Stückelungen zu wechseln. Ich habe jetzt hier 5 Material liegen, die möchte ich aber gleich eventuell noch ausgeben. Nee, ganz im Gegenteil, ich mache es anders. Ich spiele als dritte Aktion die Axumiten, die geben mir noch 4. Das heißt, ich gebe einen zurück und nehme mir noch einen Fünfer. So, die beiden Karten kann ich nicht ausspielen. Die müssen irgendwann mal in meine History oder irgendwo in die Garnisonierung. Deswegen kommen die jetzt aber auch erstmal weg in die Auslage. Wir kommen. Alles ab dafür. Und ich ziehe 5 Karten nach. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir müssen noch einen Fortschritt verteilen. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe nicht auf die Ionier aufgepasst. Die liegen da nämlich und würden dem Bot ganz gut passen. Ich blockiere sie mal nicht. Ich werde es eh kaum verhindern können. Ich blockiere mal die Region. Okay, dann muss der Bot jetzt würfeln. Wieder eine 2. Der Würfel mag sich heute nicht wirklich anders drehen. Wir schauen, was wir haben. Conker, das haben wir hier. Wenn möglich, 3 Material können wir ausgeben. To Breakthrough for Trilotary. Das heißt, er kriegt die Ionia tatsächlich mit einem Breakthrough. Und wir müssen nachziehen. Okay. And put this card into history. Jetzt kommt diese Karte natürlich dann auch in die Geschichte. Okay, dann war das dieser. Dann haben wir eine Region, die spielt er aus und bekommt damit eine Bevölkerung. Und was haben wir noch? Eine Karte geht ins Exil, das ist die am weitesten links mögliche, das ist diese hier. Dann kommt die Town. Dann haben wir die nächste Karte, das ist wieder eine Region, er gewinnt wieder eine Bevölkerung. 1, 2, 3, 4, er hatte schon 5. Das heißt, wir geben ihm hier noch einen Fünfer raus. Spielt die und schickt die Town auch ins Exil. Da kommen die Shin, die ermöglichen einem das Handlimit zu erhöhen als Spieler. Dann spielt der Bot aber noch seine letzte Karte. Das sind die Exports. Das ist eine Attacke. Die läuft unter Other. Wenn möglich, acquire a tributary. Das heißt, er nimmt sich die Chin. Dann kommen die nächsten. Okay. Da ist aber nicht mehr dran. Was haben wir noch? Punkt. Otherwise, if able, otherwise put this card into history. Die kommt also ganz normal wieder auf seine Ablage. Damit ist er durch. Und er zieht nach. 1, 2, 3, 4. Entwickelt sich sehr langsam. Gut, er ist gierig nach den Tributvölkern. Wir sind dran. Sonnenwende. Jetzt haben wir die Pharmazie für die Sonnenwende. Das heißt, wir haben den Effekt, dass wir eine Bevölkerung gewinnen können. Und da wir uns noch developen müssen, hier entwickeln müssen, brauche ich erstmal Material und Bevölkerung, um diese Karten auch zu bezahlen. Da gucken wir auch gleich rein, was es alles gibt, aber erst, wenn es soweit ist. So, ich habe 5 Karten. Oh, ich kann mir wieder eine Karte einfach nehmen mit der Praiseworthy. Und ich kann 2 Material stehlen. Ich habe 3 Regionen und keine Karte, die ich in die Garnison schicken will. Das ist aber auch wieder blöd. Ah. Wir spielen erstmal die Floodplain, die Flutebene. Und da steht drauf, ich darf eine Karte aus meinem Ablagestapel in die History tun. Das nehme ich natürlich gerne in Kauf, nämlich die Minor. Das ist eine Barbarenkarte, die kann ich sowieso nicht mehr spielen. Eine Karte ins Exil schicken,
Das mache ich nicht mit den Ägyptern. Das mache ich mit, ich muss es tun, tatsächlich. Ha. Die Ägypter gehen ins Exil. Ich kann es ja nicht sein lassen, wenn es möglich ist. Und ich kann eine Karte garnisonieren. Das möchte ich nicht mit den anderen Karten machen. Eine Aktion ist gemacht. So. Dann. Hole ich mir jetzt doch mal die Coinage. Praiseworthy spiele ich aus. Ich mache einen Breakthrough auf die Münzprägerei. Holen wir nach. Und ab sofort müssen wir aus dem Hauptdeck versorgen. Hier, alles klar. Ist ausgespielt. Und dann spiele ich auch die Coinage aus. Die sagt mir, beim Exhaust-Falle ziehe eine Karte und in der Sonnenwende erwirbt zwei Material. Und hier habe ich das, was ich jetzt auch in dem Preview-Video gesagt habe, hier mache ich das so, dass ich die Regionen relativ dicht vor mich ausspiele, denn die kommen mit der nächsten Glory-Aktion wieder teilweise zurück. Die Karten, die dauerhaft wirklich liegen bleiben in meiner Auslage, die kommen nach links, auch mit Sonnenwendeffekten. Sonnenwendeffekte könnte ich theoretisch auch nach hier legen. Denn ich weiß, in der Nähe der Sonnenwende, da sind wir hier, das geht auch. Und diese Karte hier kann dauerhaft liegen, auch gut. Aber wir haben jetzt zwei Aktionen gespielt. Wir machen, bevor wir die dritte spielen, machen wir hier einen Exhaust auf die neu gelegte Karte. Und sagen, ziehe eine Karte. Ja, die hilft mir jetzt aber auch nicht wirklich, doch ein bisschen schon. Ich kann nämlich jetzt eine Region ausspielen und eine Garnison mitnehmen. Wir spielen als dritte Aktion. Nein, das waren schon drei Aktionen. Ah, aber ich kann mit ablegen. Alles gut. So, wir haben drei Aktionen gemacht. Kommen alle wieder zurück. Lege ich alles ab. Ja, ich will schnell durch mein Deck kommen. Ich lege alles ab. Du kommst weg. 1, 2, 3, 4. Und jetzt komme ich durch mein Deck. Genau. Ich sortiere mal. Die sind schon nach Punkten nicht ganz sortiert. 3, 2. So, wir gucken mal. Das Wertvollste könnte sein Alexandria in Ariana, die Stadt. Ich kann eine Karte abwerfen, um Material oder Bevölkerung zu gewinnen oder eine Karte nachzuziehen, kostet mich 4 und 2, hätte ich. Ich habe hier Alexander den Großen. Kann nicht gespielt werden, bis Alexander in der History ist. Habe ich den Alexander schon in der History? Nein, da habe ich den Philipp liegen. Der Alexander kreiselt hier noch. Wo ist er denn? Da ist er. Ja. Den muss ich also bald spielen. Mal gucken, was der Bot gleich macht, wie die Auslage sich verändert. Lohnt es sich dann schon, Alexander den Großen zu holen? Oh, das ist eine spannende Karte. Die Companion Cavalry. Das ist eine passive Karte. Und die erlaubt es meinen Barbarenkarten, das Icon zu verlieren. Das heißt, ich kann die jederzeit spielen. Das heißt, ich hätte die Menor tatsächlich noch behalten können. Verdammt. Das kommt davon, wenn man das Kartendeck nicht kennt. Die klingt spannend. Die ermöglicht es mir, mehr Karten spielen zu können. Die hole ich mir ins Deck. Die kostet mich 3 Bevölkerung. Dann kommt sie hier rein. Und ich muss nur eine Karte nachziehen. So, ich gucke mal auf die Uhrzeit. Wir haben jetzt eine Stunde gespielt. Eine Karte muss ich nachziehen. Zack. Wir machen das folgendermaßen. Wir beenden das Video hier. Ihr werdet in einem späteren Zeitpunkt irgendwann auch erfahren, ob ich das Spiel gewonnen oder verloren habe. Aber das Video beenden wir hier, denn ich glaube, das, was ich euch zeigen wollte, und das, was ihr auch in den Kommentaren gefragt habt, das habt ihr gesehen. Wenn nicht,
gerne eure Fragen unter die Kommentare, was ich euch noch unten in die Kommentare stellen, was ich euch noch erklären kann. Wenn ihr schon die Matten geschmiedet habt, dann stellt die Fragen bitte auch dort in der Schmiede im Projekt, denn da können auch alle anderen Schmiede sie sehen, egal ob die dann meine Videos gucken oder nicht. Dieses Video hier wird vermutlich auch in der Schmiede im Projekt verlinkt werden. Also ich hoffe, dass alle Schmiede das sehen. Das sind inzwischen schon. Wir gucken, ob sich in der Stunde was getan hat. Kleinen Moment. Ha, 512 hatten wir eben. Und wir haben 515. Also es sind wieder drei Schmiede dazugekommen. Herzlich willkommen. Und ja, das war der Zwischenstand jetzt hier von mir. Es sieht für mich jetzt 10, 12 Siegpunkte zu 2, 4, 5. Aber das kann man bei Imperium ganz schlecht abschätzen, ob das dann auch noch reicht für mich. Seine History ist noch nicht so dick. Sieht ganz gut aus. Macht Spaß jetzt wieder. Die Matte, habt ihr gesehen, wie sie funktioniert, wie ich sie organisiert habe. Hier, da bin ich ehrlich gesagt noch im Zweifel, ob wir das so lassen und ob ich die Kollegen nicht überzeugen kann. Aber vom Artwork her passt es jetzt so natürlich sehr gut. Das müsste komplett anders zu sehen, aussehen, wenn ich das jetzt hier runterschieben wollte. Da wäre oben eine kleine Ecke und hier, das wäre nicht so groß. Das sieht dann auch optisch irgendwie nicht so sauber aus. Ich finde es da oben tatsächlich grafisch und optisch besser angelegt. Vom Handling her ist das natürlich die weitestmöglich entfernte Ecke, ganz klar. Hier tobt sich dann natürlich Giant Rock ganz gut aus, was die Grafik angeht. Und tjo, das war's. Das war eine halbe Runde, sage ich mal. Imperium Classics, Mazedonier gegen Perser, Solo gegen den Perser-Bot auf dem mittleren normalen Schwierigkeitsgrad. Ich hoffe, ihr habt den Eindruck von der Matte jetzt bekommen, den ihr haben wolltet. Fragen, Kommentare, Likes, Abos gerne natürlich dalassen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann schreibt bitte, warum es euch nicht gefallen hat, was ich anders machen soll, damit es euch gefallen würde. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartacus.